Mein Name ist Hernani Marquez, ich bin Aktivist des CCC Schweiz. Ja, beim CCC, den haben wir in der Schweiz überhaupt mitbegründet. Also da war ich dabei, den CCC Zürich zunächst, dann den CCC Schweiz. Und ja, so wie die Lage halt aussieht, wir haben da viel gegen Überwachung machen müssen, zum Teil ein bisschen lokal an der Uni, als da ein bisschen Sachen ausgeartet sind, dann aber auch mit Gesetzen, die den ganzen Staat betreffen. Letzte Beispiele wären so Bundesgesetz zur Überwachung Postfernmeldeverkehr, BÜPF, oder das Geheimdienstgesetz, NDG. Wir beobachten einfach genau, was da so kommt. Also das ist nicht nur Überwachung zum Beispiel jetzt im Bereich Massenüberwachung oder Trojaner-Sachen, sondern es ist auch Netzzensur, die jetzt kommen soll. Also ein jüngstes Beispiel ist, dass man ausländische Geldspiele sperren will. Das ist eigentlich so ein protektionistischer Ansatz. Das ist vielleicht mit Trump und anderen Leuten, die gerade an die Macht kommen, ist es durchaus irgendwie, glaube ich, gerade Mode. Allerdings wissen wir ja, dass das überhaupt keine Lösung ist. Man kann das umgehen und sie argumentieren dann auch mit dem Schutz der Süchtigen. Aber gerade die Süchtigen, das sind eben genau die, die dann Möglichkeiten finden, quasi die Grenze zu passieren und die Online-Dienste trotzdem zu nutzen. Und ansonsten gibt es auch so ein Fernmeldegesetz, wo es darum geht, im Bereich Kinderpornografie zu sperren. Und da versuchen wir dann auch zu argumentieren, dass das keine Lösung ist, weil die illegalen Inhalte bleiben dann ja trotzdem erhalten. Also man muss hier löschen statt sperren und natürlich Strafverfolgen an der Quelle, wo die Taten halt passieren, also da einfach Stoppschilder aufzubauen, bitte gehen Sie weiter. Das ist wie wenn jemand vergewaltigt wird, dann baut man irgendwie eine Absperrung drumherum, bitte gehen Sie weiter, gibt es nichts zu sehen. Also das kann echt nicht die Lösung sein. Außerdem ist das Internet ja nicht schuld an diesen ganzen sozialen Problemen. Das ist ja nur ein Abbild von dem, was die Gesellschaft halt ist. Und man muss letzten Endes sozial die Probleme lösen, nicht einfach das Web oder das Internet kaputt machen. Dass sie uns irgendwie erfassen, scheint mir schon der Fall zu sein, weil ich habe auch beim Schweizer Geheimdienst NDB schon ein paar Mal angerufen und die haben durchaus bestätigt, dass sie beobachten, was wir so tun, also zumindest das Öffentliche. Und das dürfen die auch. Das möchten wir ja auch, dass sie das sehen, damit sie vielleicht ein paar der Argumente ein bisschen beachten, wenn sie ihre Sachen umsetzen, auch wenn wir ihnen nicht dabei behilflich sind. Allgemein gibt es im Moment, glaube ich, mindestens so 60.000 Einträge für Leute, die staatsgefährdend sein sollen. Was ich natürlich bezweifle, weil wenn es so viele wären, dann wäre das Land vermutlich ja schon in einem kritischeren Zustand. Also ich meine, eigentlich müsste so ein Eintrag schon einen guten Grund haben, also wirklich Leute, die jetzt den Staat angreifen möchten. Und ich meine, wir zum Beispiel, wir beziehen uns ja auf die Verfassung, Recht auf Privatsphäre, auf Informationsfreiheit. Also von uns geht, glaube ich, jetzt nicht gerade direkt die Gefahr aus, dass wir den Staat abschaffen möchten, auch wenn wir natürlich vom Ideal her irgendwo anarchisch bis anarchistisch angehaucht sind. Aber wir anerkennen schon, dass es unter den jetzigen Bedingungen so quasi irgendein System braucht, um das alles aufrechtzuerhalten. Also wir sind jetzt nicht irgendwie staatsgefährdend, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist absurd, wenn so Einträge existieren sollten. Wir nutzen meistens ja GNU/Linux-basierte Betriebssysteme. Dort haben wir sowieso schon GNU-PG für die Paketverifikation sonst auch für Mailverschlüsselung vor allem. Ja. Zwischen uns nutzt eigentlich jeder, also fast jeder GNU-PG, also das wissen da glaube ich schon fähig, das zu nutzen. Und auch wenn es zu Krypto-Partys kommt, empfehlen wir meistens Thunderbird mit Enigmail und GNU-PG. Wir machen das einfach schon als Prinzip von Anfang an, dass wir versuchen einfach immer die sichersten Mittel zu nutzen, auch den Leuten zu sagen sollen, das nutzen. Eben insbesondere seit den Snowden-Enthüllungen wurde es mittlerweile absolut sichtbar. Vorher wurden wir also ein bisschen Aluhut-mäßig angeschaut, mittlerweile sehen wir, dass es eine Verschwörungspraxis gibt, nicht eine Verschwörungstheorie, oder also, die da läuft. Ich finde, es ist besonders wichtig, E-Mails oder einfach Nachrichten oder Kommunikation zu verschlüsseln, wenn personenbezogene Daten in der Gegend rumschwirren, wie Adressdaten, Telefonnummern. Es ist insbesondere auch im Zusammenhang mit den Behörden wichtig. Also in der Schweiz zum Beispiel antwortet dir die Arbeitslosenversicherung in der Regel nicht direkt per Mail, sondern sie machen es per Post oder
schicken dir irgendwelche Links zu so verschlüsselten Mail-Services und so, wo dann zwar auch andere draufklicken können, aber lassen wir das Thema. Aber sie versuchen, die Daten irgendwie zu schützen. Und eben auch, wenn es um Passwörter geht, irgendwelche sexuellen Vorlieben, politische Diskussionen vielleicht auch im Einzelfall. Also das möchte man vielleicht auch nicht, dass man Leute da im Detail jetzt einordnen kann. Wenn man es natürlich auf Twitter macht oder Facebook, dann weiß man hoffentlich, was man tut. Aber wenn ich jetzt ein E-Mail schreibe, ein SMS, dann verstehe ich nicht, weshalb das jetzt alle mitsehen können sollen. Das macht für mich keinen Sinn. Aber damit man jetzt nicht den Überwachern die Chance gibt, zu wissen, was sie überwachen sollen, sondern damit man quasi vertraute Kommunikation immer hat, sollte man grundsätzlich alles verschlüsseln, auch das, was völlig unwichtig ist, oder? Weil, wenn man das mit der analogen Welt vergleicht, also ist das ja auch so, dass man wichtige und unwichtige Sachen im Privaten bespricht und da geht man auch nicht an die Öffentlichkeit, nimmt das Megafon und fängt dann rumzuschreien, damit es alle mithören. Also es ist irgendwie, das kann man irgendwo analog versuchen zu vergleichen und deshalb ich würde diese Unterscheidung gar nicht machen. Am liebsten hätte ich einfach Massenverschlüsselung, sodass einfach quasi alles einfach mal grundsätzlich verschlüsselt ist und wenn es dann wirklich konkrete Verdachtsmomente gibt gegen einzelne Personen, ja, dann geht hin und schaut nach, oder? Also, aber da einfach mal überall rum zu screenen, das finde ich, geht gar nicht. GPG an den richtigen Orten eingesetzt wäre tatsächlich ein Werkzeug, wo man halt so Daten schützen kann, ob jetzt irgendwie auf der Festplatte irgendwie spezifisch Mailverschlüsselung über irgendwelche Chatkanäle, also man kann ja auch GNUPG für XMPP verwenden, da gibt es zwar auch OTR und so, aber grundsätzlich, ja, also das GNUPG und andere Software zur Verschlüsselung wäre da wirklich sehr wichtig, dass das einfach stärker im Einsatz ist.